Shalom Aleichem. Wir lernen weiter Tanach. Der Tanach hat drei Teilungen: Torah, Nevi'im, Ketuvim. Die fünf Bücher Moses, die Nevi'im, die Propheten, die Ketuvim, die Schriften. Gut. Was ist der Unterschied? Warum die sind verteilt auf drei Teile und eine ist heilig über dem anderen? Oben ist Torah, danach ist die Nevi'im und ganz unten ist Ketuvim. Und wenn es ist Bücher eine über dem anderen, muss man das beseitigen. Deshalb in Bibliothek oder in Regal soll man legen die Bücher Azoi und nicht Azoi. Soll nicht die Bücher eine auf dem anderen sein. Es darf nicht ein Nevi'im, ein Propheten stehen über dem Torah oder Ketuvim über den Nevi'im. Wir sehen, das ist die Reihenfolge, ist auch nach die Gdusha, nach die Heiligkeit, nach die Besonderheit von die drei Sfarim. Die wurden alle natürlich in ein Buch Tanach geschrieben, aber wir sehen, es ist eine über dem anderen. Torah ist oben, Nevi'im und dann Ketuvim. Und unsere Frage heute, was ist der Unterschied zwischen alle drei? Gut. Also, Torah hat Hashem gegeben Moshe und Hashem hat ihm gegeben jeden Wort und jeden Buchstabe. Jeder, der glaubt nicht, dass jeden Buchstabe in die Torah ist von Hashem, ist ein Käufer und ein Apikoires. Also so schreibt Rambam. Unsere Pflicht ist zu glauben, dass jeden Wort, jeden Buchstabe in die Torah, in die fünf Bücher Moses, das wurde von Hashem geschrieben. Beim Eintritt nach Eretz Israel, kurz, hat man geschrieben 13 Torah-Rolle und langsam in die Wüste verschiedene Bücher. Und zum Schluss alle Bücher, als kurz vor das Eintritt nach Israel, von Rosh Chodesh Schwad, vom Anfang Schwad bis 7. Adar, wo Moshe Rabbeinu ist gestorben. Da hat man vorbereitet 13 Torah-Rolle, 12 für alle Stämme und eine in Protokoll. Und deshalb... Die Torah ist jedes Wort von Hashem gegeben an Moshe. Die Nevi'im, es ist schon eine gegebene Prophezeiung von Hashem an den Prophet, aber der Prophet sieht das nicht mehr so wie Moshe. Moshe Rabbeinu sagt se, so. Der Prophet sagt ko, ko amar Hashem. So ungefähr hat Hashem gesagt. Der Prophet erlebt irgendeine Geschichte, irgendein Erlebnis von einer Menorah, von einem Feigenfest. Also er hat irgendeine symbolische Idee und er weckt auf von seinem Traum oder von seiner Prophezeiungseingebung und er übersetzt das, was er hat gesehen, in seine Sprache. In eigene Wörter. Und deshalb jeden Prophet sieht was anders. Es ist nicht etwas, was alle schauen und sagen, ja, das ist das. Jeder sieht, der Jechezkel sieht im Himmel ein Ochs oder ein Adler, er übersetzt, was er hat gesehen in seine. Deshalb bei Prophet Jeremiah gibt es sehr viele Wörter, wo man, es ist geschrieben so und man liest so. Und Jeschaja kann sich besser ausdrücken und formulieren. Also unsere Weisen sehen, dass jeden Prophet hat seine Gabe. Aber der Malbim und andere sagen, alle Nevi'im sind gleich, sind alle in dieselben Stufe. Man kann nicht sagen, Jeschajau ist mehr als Irmiau oder Haggai ist wenig als Jechezkel und so weiter. Alle sind groß, weil alle sind Nevi'im. Es gibt nur einen Unterschied zwischen Nevi'im, zwischen Moshe Rabbeinu und alle Nevi'im. Alle 48 Nevi'im, alle 7 Nevi'ot, Frauen, sind dieselbe. Also Devorah, Chana, Avigail, Hulda, Sarah, die sind alle Propheten, genauso wie Jeremiah, Jeschajau und Jechezkel und so weiter. Die sind alle dieselbe. Deshalb, bei den Nevi'im, es ist eine Sache, was die Nevi'im haben geschrieben, aber die Nevi'im haben dort geschrieben, das, was Hashem hat denen gesagt, aber sie haben das übersetzt, ungefähr in ihre Sprache, das, was sie haben verstanden, das, was hat Hashem gesagt. Und natürlich die Chumash, die fünf Bücher Moses, das ist
Moshe Rabbeinu, der hat gesprochen mit Hashem direkt Panim be Panim, Gesicht in Gesicht. Und dort ist es direkt von Hashem, deshalb jeden Buchstabe ist genau in eine klare Spiegelung und nicht so wie bei all anderen Neviim. Deshalb sehen wir schon Unterschied zwischen Torah, komplett von Hashem, der hat das gesagt, jeden Wort, jeden Buchstabe zu Moshe, zwischen Neviim, wo Hashem hat das gesagt zu den Neviim, aber die Neviim haben das übersetzt, die Bilder, die Sachen nach ihren Vorstellungskraft von Prophezeiung, was Hashem hat sie Gabe gegeben. Und jetzt gehen wir zu den Dritten, die Ketuvim. Die Ketuvim sind die Schriften, wie zum Beispiel Prediger, Sprüche, Tehillim, Esther, Klagelieder und so weiter und so fort. Und die sind alle bei die Ketuvim eine geschriebene Bücher, nicht durch Hashem direkt jedes Wort diktieren wie in die Torah. Nicht jedes Wort von den Neviim, die haben das übersetzt von Hashem, sondern die Ketuvim ist Hashems Kraft bei denjenigen, die haben das geschrieben, die hatten Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, es ist so ein heiligen Ruach, irgendeine Kraft, eine Angebung, eine Induktion, ein innerer Weg, die damals die heiligen Menschen haben gehabt. Und so haben sie geschrieben, die Ketuvim. Es ist wichtig zu erwähnen, dass manche von den Ketuvim, manche von den Schriften haben auch Propheten geschrieben. Deshalb, weil alles zum Schluss wurde durch die Neviim, sind alle Bücher gekommen in ein Buch. Aber man sieht doch einen kleinen Unterschied zwischen alle drei. Torah, direkt von Hashem, jeden Wort, jeden Pasuk, jeden Buchstabe. Neviim, Hashems Bilder zu den Neviim, sie übersetzen ungefähr Ko Amar Hashem, der Himmel ist mein Thron und die Eretz ist mein Platz vor meine Füße. Also sie sagen Ko Amar, so ungefähr, Ko, like this, so um etwa. Und die Ketuvim, das ist schon Neviim oder andere kluge Menschen, die konnten schreiben diese Bücher mit Ruach HaKodesh. Shalom.